Beer Power. Heute ein Beer Power Tutorial, weil Henry W. wollte das so. Und deswegen werde ich euch gleich zeigen, wie man Beer Power so richtig macht. Ich werde euch das auf einem Beer Power Schild und auf einem Beer Power Metallgenubel euch das beibringen. Und als ersten Schritt, was man machen muss, ist erstmal rauszugehen. Das nächste, was man macht, ist am Biergeschäft suchen und finden gehen. Ich habe hier ein Biergeschäft gefunden. Und jetzt werde ich erstmal Bier kaufen gehen. So, ich habe mir gerade Bier gekauft. Und jetzt als nächstes ganz wichtig. Man muss diesen hier aufmachen und ganz entspannt trinken. Danke. Oi, eben gerade ist etwas passiert. Und zwar, ich habe da vorne in diesen Brennnesselbusch gepinkelt. Und eben gerade ist ein Fahrradfahrer ausgestiegen. Und ich habe zu spät gemerkt, dass der auch pinkeln wollte. Beziehungsweise ich habe das zu spät gemerkt, dass der irgendwie 2 Meter hinter diesem Brennnesselbusch gelaufen ist, um zu pinkeln. Und der ist durch mein Urin gelaufen. Das heißt, der hat meinen ganzen Urin an der Hose dran. Ja, egal. Passiert. So, ich habe gerade mein Bierchen ausgetrunken. Ich hoffe, ihr habt euer Bierchen auch ausgetrunken. Und jetzt Tutorial der Durchführung Start kommt. Da kamen nur 2. So, guck mal, ich habe hier ein Bierpower Schild gefunden. Und hier bei diesem Bierpower Schild, da werde ich jetzt Beer Power Tutorial machen. Dieser Beer Power, der hier an diesem Schild stattfinden wird, der geht an Henry W. So, ich habe gerade meine Kamera hier hingestellt, weil das war da vorne zu dicht dran. Deswegen mache ich das von hier aus. Und zwar, man nimmt hier diesen Ellenbogen, diesen verschmierten Ellbogen, und den macht man dann hier dran. So dass dann hier so ein rechter Winkel kommt. Und zwar nicht hier so am Bauch dran, auch nicht hier an der Seite, sondern genau hier in der Mitte. Also zwischen Bauch und Komplettseite. So dass dann halt hier, wie heißt denn das Ding? Die Hälfte von rechter Winkel. Also so ein Winkel, genau. Also ihr wisst schon, hier an diesen Bauchmuskel muss dieser Arm dran, wo hier jetzt rechter Winkel ist. Genau. So. Und dann, wenn man diese Stange berührt, also die da hinten, was ich dann gleich machen tue, da muss man dieses hier so rüberziehen. So, dass man sich dann da festhalten kann. Ich gehe jetzt zur Stange und da macht man hier mit diesem rechten Winkel von diesem Ellbogen, der hier in diesem Winkel hier an diesem Bauchmuskel dran ist, festhaltet man sich hier dran und dann macht man mit diesem Arm hier so. Und dann, wenn das passiert ist, da kann man sich hier dran einfach so abstützen. Und dann einfach hier die Beine hochlegen. Und dann Beer Power schreien. Beer Power! Genau so funktioniert Beer Power. Und
Und das war Bierpower für Henry W. Und jetzt kommt noch ein Bierpower. Für Ramses der Dicke. Und zwar für Ramses der Dicke habe ich hier einen Bierpower Metall Gnubel gefunden. Und jetzt werde ich noch diesen Tutorial wiederholen, um zu zeigen, wie das hier auf diesem Bierpower Metall Gnubel funktioniert. Und zwar hier ist dieser Bierpower Metall Gnubel. Und ich zeige das nochmal. Hier rechter Winkel, hier dran machen. Und zwar nicht hier oder in der Mitte, sondern ziemlich genau in der Mitte zwischen der Mitte und hier seitlich. Genau, dass dieser entweder rechter Bauchmuskel oder linker Bauchmuskel, je nachdem welche Seite man nimmt, dass das hier dran geht, dieser rechte Winkel von diesen Armen. Und dann macht man so, dass man das hier so dran fest und mit den anderen Armen hier drüber, dass man so macht und dann mit dem Unterkörper bzw. auch mit dem Rumpf, dass man dann direkt so eine Bewegung macht, dass es dann halt so aussieht. Und dann einfach Bierpower sagen. Bierpower! So, das war jetzt gerade Tutorial gewesen von zwei Bierpowers. Vielen Dank an Henry W. und Ramses der Dicke für die großzügigen PayPal-Donations. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Also sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und ich habe mir Frähessen gemacht. Und ich werde mir jetzt so etwas hier in mir reinmachen. Das schmeckt voll cool, ich mag das. Ich hoffe, ich konnte euch erfolgreich beibringen, wie Bierpower geht. Schreibt mir das in den Kommentaren drauf, ob ihr es geschafft habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer versiffter Natururin. Ich habe hier eine Birke gefunden. Und wisst ihr, warum diese Birke hier steht? Weil es ein Bierpower-Birkenbaum ist. Bierpower-Verkehrsreflektor. Bierpower.